Ja, hallo und grüß euch. Ja, ihr kennt es vielleicht schon am Ton und auch am Bild, dass heute etwas ein bisschen anders ist als normal. Dieser Text kommt nämlich erst im Nachhinein auf den Film. Ich habe nämlich beschlossen, nicht vor Ort in das Mikrofon zu sprechen. Ich wollte mich darauf konzentrieren, für euch ein paar schöne Szenen dieser wunderbaren Naturlandschaft dort aufzunehmen, ein paar schöne Fotos zu machen und habe beschlossen, erst im Nachhinein zu sprechen. Aber bevor ich jetzt schwindelig wird, fangen wir doch am Anfang an. Es ist ein wunderbarer Sommertag. Es ist sehr schön warm. Es ist richtig Sommer geworden mittlerweile und ich habe mir vorgenommen, ich setze mich auf mein Motorrad und mache einen Ausflug mit euch und zeige euch einen Ort, den ich schon vor einem Jahr besucht habe und der mir damals so gut gefallen hat, dass ich mir damals schon vorgenommen habe, einmal möchte ich euch diesen Ort zeigen. Ja, und auch nachdem mein Motorrad ja schon etwas in die Jahre gekommen ist, immerhin schon mehr als 2 Jahrzehnte ist es alt und schon mehr als 4-mal um den Erdball gefahren, mehr oder weniger, da muss man die Gelegenheiten nutzen und die Tage nutzen, wer weiß, wie oft das noch geht und deshalb diese kleine Tour heute. Ja, Ausrüstung habe ich natürlich dabei. Es ist nur ein Spaziergang mehr oder weniger. Man könnte zwar von diesem Punkt auch richtige Wanderungen machen, aber den Weg, den ich heute gehen werde, da genügen die normalen Turnschuhe. Natürlich ist auch der Fotorucksack mit dabei, denn es soll ja fotografiert werden. Auch das Stativ ist wie immer dabei. Ja, und wenn ich alles herausgeladen habe, dann können wir endlich losmarschieren. Es ist ein richtig schöner Wanderweg, den wir heute da gehen werden, ein schöner Spazierweg. Alles noch verstauen, damit alles sicher aufbewahrt ist und dann können wir losmarschieren. Ja, was ist das für ein Ort heute? Na, ich möchte mal so beginnen. Wenn man Top-Fotospots sucht in Österreich und vielleicht einmal Wien außen vor lässt, dann ist dieser Ort an und für sich einer, der sicher ganz oben auf der Liste steht und auch ein Hotspot für Touristen. Nur, wie so oft bei meinen Videos oder wie schon einige Male bei meinen Videos, ist der Platz, den wir besuchen, hinter dem eigentlichen Hotspot. Dort, wo die meisten Menschen ihr Auto parken und dorthin gehen, wo alle hingehen, genau dort, dort fahren wir noch ein Stückchen weiter und fahren in dieses Tal hinein und schauen uns das Talende quasi an. Das Tal, das die meisten nur eben vom Parkplatz suchen kennen, ist mein Hauptpunkt, mein Hauptziel für diese Reise. Und wo ist das Tal? Naja, da vorne seht ihr den Hallstätter See und gleich links hinter dieser Felswand, da würde Hallstatt sein. Und Hallstatt, ihr wisst es ja, ist einer der ganz großen Topspots in Österreich, der Ort, von dem es in China sogar eine Kopie gibt, wenn auch eine spiegelverkehrte Kopie. Gut, und was gibt es an diesem Ort so Schönes zu sehen? Naja, da fließt ein kleiner Bach durch, der Waldbach. So klein ist er gar nicht, vor allem jetzt, wenn immer noch die Schneeschmelze aktiv ist. Das merkt man auch, weil das Wasser ist wirklich kalt. Also da hineinfliegen möchte ich nicht. Nicht nur, weil es einfach wirklich ein Wildbach ist, sondern auch, weil das Wasser sehr kalt ist. Und da hat man natürlich wunderbare Möglichkeit für tolle Naturaufnahmen. Und als ob nicht die Natur schon genug Inspiration wäre, gibt es auf diesem Weg, den ich da gehe, das ist der Malerweg, immer wieder so Informationstafeln zu unterschiedlichsten Themen und die haben immer wieder auch ganz tolle Gemälde drauf von den großen Meistern, die alle schon hier gewesen sind und dieses Tal gemalt haben. Mich interessiert aber mehr das Wasser als der Berg natürlich und darum steige ich wieder hinab zum Bach und möchte da jetzt ein Foto machen von diesem Wildbach. Ja, da stellt sich ja immer die Frage, neben der Komposition dann auch, was nimmt man denn für Einstellungen? Ich nehme zuerst einmal die Kamera raus und schaue, was ich denn da fotografieren möchte. Welche Möglichkeiten habe ich da, diesen Bach da in ein schönes Bild hineinzusetzen. Und habe aber vor, da eine Langzeitbelichtung zu machen. Das heißt, die Frage ist ja immer, wenn man fließendes Wasser fotografiert, wie wähle ich denn die Belichtungszeit? Denn davon hängt ja ganz massiv ab, wie da letztendlich der Eindruck von diesem Bild sein wird. Und nachdem ich als erstes vorhabe, da jetzt eine Langzeitbelichtung zu machen, muss ich natürlich das Stativ verwenden. Ich stelle es da direkt an das Ufer hin. Die Kamera setze ich dann drauf. Und dann werde ich mir noch einmal da schon ein Bild machen. Ja, und ihr wisst, ich übertreibe ganz gern zu Beginn einmal mit der Belichtungszeit. So auch da machen wir mal locker 25 Sekunden Belichtungszeit. Und das Bild, das dabei rauskommt, kann man mögen, muss man aber nicht.
es zeigt schon eine gewisse Stimmung, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde es schon ganz okay, dieses Bild, so richtig zufrieden bin ich aber nicht. Darum hole ich mir noch einmal ein bisschen Tipps von den alten großen Meistern und schaue, wie die das gemacht haben. Auf diesen Bildern, die man da findet, da sieht man, dass, naja, ein Maler hat ja keine Belichtungszeit, aber die Art und Weise, wie er das Wasser zeigt, da sieht man schon, dass da auf der Fotografie oder der Fotografie entsprechend eine nicht ganz so lange Belichtungszeit notwendig wäre. Man erkennt also dann noch genau die kleinen Schaumkronen, sogar die Spritzer sind da gemalt. Ja, und man kann sich ja auch vorstellen, wenn ich da von dieser Situation zum Beispiel eine Langzeitaufnahme machen würde, das ist einfach so viel Wasser in dem Bach, das würde alles einfach zu einem einheitlichen Weiß verschwimmen und man würde von den einzelnen Details gar nichts mehr sehen und das ist ja eigentlich schade. Also bei viel Wasser, bei großen Wassermassen, und dazu würde ich diesen Bach da jetzt auf alle Fälle schon zählen, ist eine kurze Belichtungszeit sicher notwendig oder anzuraten. Neben diesen gewaltigen Schönheiten darf man aber nicht übersehen oder sollte man nicht übersehen, dass es links und rechts überall Kleinigkeiten gibt, die auch zu bewundern sind, kleine Schätze der Natur, die auf alle Fälle ein Motiv für ein tolles Foto abgeben. So, zurück aber zum Wasser. Ich habe da wieder eine neue Situation gefunden, eine neue Szene, ganz klassisch mit einer Brücke und schön dieser Felsblock im Vordergrund. Das möchte ich mir vornehmen. Leider ist der Abhang da jetzt so steil, dass ich da mein Stativ gar nicht aufstellen möchte. Ich werde mich da einfach gegen den Baum lehnen und selbst Stativ spielen. Dank des Stabes in dem Objektiv geht das ja ganz gut auch aus der Hand. Und ich möchte jetzt keine Langzeitbelichtung mehr machen. Das habe ich mir jetzt ja vorgenommen, jetzt eine etwas kürzere Belichtungszeit zu wählen, um auch wirklich die Struktur des Wassers aufnehmen zu können. Und ja, schauen wir uns das Bild an, wie ist es geworden. Man sieht ja jetzt schon im Hintergrund, wie das Wasser über diese Kante plätschert, links und rechts vorbei an dem Felsblock rinnt. Man kann da richtig schön das Wasser erkennen. Nur rundherum die Vegetation habe ich etwas gesoftet. Und ich glaube, da komme ich schon ganz gut hin, wenn ich mir dieses Vorbild da anschaue, dieses Gemälde, das da auch auf einer Informationstafel zu sehen ist. Tja, und weiter gehen wir flussaufwärts durch eine wunderbare, schöne Landschaft. Immer wieder an dem kühlen Nass vorbei. Es ist wirklich interessant und faszinierend, wie stark die Temperatur abfällt, wenn man da zu diesem Bach hinkommt. Also das ist eine richtige Erfrischung. Genau an diesem Sommertag, an dem wir über 30 Grad haben, entlang dieses Baches zu gehen. Besser kann man es eigentlich nicht erwischen, außer natürlich, man ist in einem der vielen Salzkammergut-Badeseen mit der Badehose unterwegs. Jetzt geht es aber wieder ein Stück abseits vom Bach, wieder in der richtig schönen Sommerhitze dahin, durch wunderbare Natur meinem Ziel entgegen, das noch so ein richtiger Höhepunkt meiner kleinen Wanderung, meines Fotospaziergangs sein wird. Hier noch einmal eine Tafel mit alten Gemälden, wie sie früher ausgesehen hat. Natürlich gibt es auch Tiere zu sehen. Die Tiere, die ich gesehen habe, sind leider ein bisschen kleiner. Aber ja, für mich ist jedes Viecherl gleich viel wert und gleichermaßen interessant. Und da sehen wir schon ein bisschen das Ziel. Beeindruckend finde ich, wie diese Bank da nach hinten verstrebt ist. Also man kann sich da vorstellen, selbst da oben, ich bin ja da jetzt weit über dem Bach, müssen also gewaltige Schnee- und Eismassen da herunterkommen. Ja, und jetzt können wir schon ein bisschen erahnen, wo unsere Reise hingeht. Da im Talschluss gibt es zwei Wasserfälle. Da von rechts sehen wir den Hallstatt-Wasserfall. Von 90 Meter stürzt da das Wasser herunter. Die obere Kante sehen wir jetzt gar nicht. Und noch imposanter dahinter ist der große Waldbach-Strupp-Wasserfall, der über drei Stufen da wie aus einem Felsloch heraus in die Tiefe stürzt.
Leider habe ich es nicht so leicht wie meine kleine Drohne. Ich muss selbst hinaufmarschieren. Ich kann da leider nicht hinfliegen. Die letzten Meter sind noch etwas steiler da hinauf, aber alles in allem geht das ganz gut. Der Weg ist auch super gesichert. Und beim Wasserfall gibt es dann zwei Plattformen. Ich bin gleich hinauf zur oberen Plattform gegangen und von da hat man einen ganz wunderbaren und sehr beeindruckenden Blick auf diese 90 Meter hohe Felsklippe, von der da diese zwei Bäche in die Tiefe stürzen. Da oben sieht man wieder den Hallstattwasserfall und aus der hinteren Schlucht kommt eben dieser zweite Waldbach-Strupp-Wasserfall. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wovon genau mache ich da jetzt ein Foto? Welchen Ausschnitt suche ich mir für mein Wasserfallfoto? Auch hier gibt es wieder eine Informationstafel, wo man sich ein bisschen anschauen kann, wie die alten Meister da diese Situation gemalt haben. Besonders da rechts sieht man, das ist ja schon fast, könnte man sagen, eine Langzeitaufnahme. Da sieht man keine Strukturen mehr im Wasserfall. Zuerst geht es aber noch darum, einen Bildausschnitt zu finden, den ich da jetzt fotografieren möchte. Ich stelle die Kamera wieder auf Stativ, gehe da ein Stück noch nach vorne und schaue mir mal an, was der Wasserfall da so zu bieten hat. Natürlich werde ich auch den ganzen Wasserfall fotografieren, das möchte ich aber dann später vor der unteren Plattform machen. Da will ich mir eher ein kleines Detail herausholen. Und jetzt geht es darum, eben dieses Detail zu finden, ein bisschen den Wasserfall zu beobachten, die einzelnen kleinen Bereiche sich anzusehen. Und da ist mir eines aufgefallen, und zwar gibt es in einem Bereich eine ganz spezielle Lichtsituation. Wir haben heute ein bisschen locker bewölktes Wetter, das heißt, die Sonne ist immer wieder mal wirklich weg, also von der Wolke abgeschirmt und kommt aber dann immer wieder auch zum Vorschein, wenn die Wolke weiterzieht. Und das möchte ich euch noch zeigen. Das ist also der Wasserfall von unten bis nach oben. Diese Bereiche lasse ich aber jetzt einmal außen vor. Mir geht es jetzt in erster Linie da in den ganz oberen Bereich, wo man vom Wasserfall eigentlich fast nichts sieht, nur ein bisschen dieses Wasser, das stürmische, tosende Wasser da auf der Unterseite, oben die Brücke drüber. Und jetzt schaut euch einmal links oben diesen Bereich an. Jetzt kommt von hinten die Sonne rein und beleuchtet diese Klamm von hinten da förmlich und bringt da richtig diese Felsspalte zum Leuchten, während die Vorderseite noch dunkel ist. Erst wenn die Wolke dann weiterzieht, wird auch die Felswand rechts erleuchtet. Und um das noch einmal zu verdeutlichen, tun wir das noch zurückspielen, jetzt das Ganze noch einmal im Schnellvorlauf nach vorne. Da sieht man also, wenn die Sonne da an der richtigen Position ist, hat man im Vordergrund einen dunklen Bereich und die Rückseite wird richtig zum Glühen gebracht. Das Ganze jetzt noch einmal im Detail. Wenn man das vor- und zurückspielt, sieht man, wie sich die Lichtstimmung da massiv verändert, wenn da eben die Sonne scheint. Das habe ich mir vorgenommen, das möchte ich fotografieren. Aktuell habe ich das 2405 auf der Kamera, schauen wir uns die Szene noch einmal an. Da ist natürlich auch sehr schön, dass ich den Getriebekopf habe, wo man dann wirklich sehr fein einstellen kann, welchen Ausschnitt man haben möchte. Aber das Ganze mache ich doch lieber mit dem 70-200. Ist ein bisschen knifflig, das Ganze da direkt an der Klippe jetzt da das Objektiv zu wechseln, aber das geht schon. So, sitzt drauf und dann werde ich das Ganze natürlich auch umbauen, dass die Kamera über das Objektiv am Stativ steht, damit einfach das ganze Gewicht besser ausbalanciert ist. Ja, und dann mache ich zuerst das Hochformat bei ca. 100 mm Brennweite, Blende 6,3, eine 200stel Belichtungszeit, natürlich ISO 100. Ja, so schaut das aus.
hier noch im Hochformat. Ich mache das Ganze natürlich auch im Querformat und so ist das fertige Bild dann. Obwohl ich im Querformat nicht ganz zufrieden bin mit dem Foto, ich glaube, das geht im Hochformat, funktioniert das einfach besser, was meint ihr? Aber ich denke, eine gewisse Stimmung drückt das schon aus. So, aber jetzt geht es noch ein Stück weiter, wieder zurück, ein Stück hinunter. Dort gibt es noch eine zweite Plattform, wo man dann direkt unten beim Wasserfall ist. Und da sieht es da schon, auch eine sehr beeindruckende Szene, die man da vor sich hat. Und da mache ich natürlich jetzt das klassische, große, totale Wasserfallpanorama. Ja, und ich habe damit mein Ziel für diese kleine Wanderung erreicht und mein Weg führt jetzt südlich des Waldbaches da wieder zurück, vorbei an immer noch sehr beeindruckenden Wasserläufen. Da kann man ein Stückchen zurückgehen und sich den unteren Bereich dieses Abflusses des Wasserfalls anschauen. Und ich gehe da, wie gesagt, diesen Malerweg, aber auch nicht den gesamten Malerweg. Da gibt es also noch viel mehr zu erkunden, viel mehr zu entdecken. Es gibt Wanderwege hinauf in die Berge herum. Es gibt einen Barfußweg, der mit einer Kneippanlage überrascht. Mitten im Wald gibt es einen einzelnen riesigen Felsblock, der mit einer Einsiedelei oben sogar besiedelt ist. Aber für mich war es das heute, das soll es gewesen sein. Und ich mache mich wieder zurück auf den Heimweg. Und ja, wir sehen uns ja hoffentlich das nächste Mal auf meinem Kanal. Ciao und pfiat euch!